Ich bin eigentlich in einem sehr christlichen Haushalt aufgewachsen. Mein Vater war auch sehr engagiert im Presbyterium. Ich war schon mit 8 Jahren bei den Pfadfindern. Auch da waren wir in der Kirchengemeinde verwurzelt gewesen. Ja, und von da hat eigentlich die Kirchengemeinde in Kettwig mein Leben bisher sehr stark begleitet. War natürlich auch dann Pflicht gewesen, dass wir Weihnachten in die Kirche gegangen sind, zur Mitternachtsmette gegangen sind. Also evangelische Kirche in Kettwig war schon immer ein großer und eigentlich auch sehr wichtiger Teil meines Lebens. Ja, und irgendwann gab es dann Probleme mit meinen Pfadfindern, wurden Entscheidungen gefällt, hier wirklich in Kettwig in der Kirche, wo ich gesagt habe, das kann ich einfach nicht mittragen, das finde ich nicht in Ordnung, und habe lange Zeit darüber nachgedacht und habe für mich dann den Schritt gewählt, die Kirche zu verlassen. Das ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe auch sehr, sehr lange darüber nachgedacht, aber es war einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, es klappt nicht mehr, es passt einfach nicht mehr bei mir. Was aber nicht geheißen hat, dass ich ein ungläubiger Mensch deshalb geworden bin oder dass ich das Gemeindeleben nicht weiter verfolgt habe, natürlich. Ich sag mal, jeder Weg ist ja auf seine besondere Art und Weise irgendwie lang und auch gleichzeitig irgendwie kurz. Also um die zeitliche Dimension zu nehmen, es waren bei mir ungefähr 5 Jahre gewesen, die ich nicht Mitglied in der Kirche war. Am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war es schon... Es war eine Art Erleichterung, einfach nicht mehr dazuzugehören. Und ich habe mich da auch wirklich sehr wohl gefühlt, weil auch wirklich Sachen passiert sind, die mich persönlich getroffen hatten, wo ich mich auch persönlich von Menschen enttäuscht gefühlt habe. Und ich brauchte da einfach erstmal Abstand. Und ich glaube, das war auch genau das Richtige. Ich habe mich auch in der Zeit nicht viel mit Kirche befasst. Und irgendwann kam auch der Punkt, wo man dann merkte, irgendwas fehlt schon im Leben. Dann haben sich auch die handelnden Personen in Kettwig irgendwann geändert. Der neue Pfarrer seiner Zeit, der David Gabra, ist sehr offen auf mich zugekommen. Werde ich nie vergessen, den Spruch. Wir haben uns durch Zufall mal auf der Straße getroffen. Er sagte, sag mal, ich wollte mich mal mit dir treffen. Da habe ich gesagt, gerne, aber warum denn? Ich möchte gerne mal wissen, warum so ein engagierter Mensch wie du unsere Kirche verlassen hast. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Ja, gesagt, getan. Wir haben uns nebenan von der Kirche im Eiscafé getroffen zum Frühstück. War ein sehr langes, sehr intensives Gespräch gewesen, hat 2 Stunden gedauert. Ich hatte das Gefühl, nein, ich hatte nicht das Gefühl, es war so. Es war ein sehr großes Interesse wirklich an meinen Gründen. David hat die Gründe auch aufgenommen. Wir haben uns sehr intensiv darüber ausgetauscht und naja, er sagte halt, Platz für dich wäre immer da. Danach hat es aber noch 2 Jahre gedauert, bis ich auch wieder eingetreten bin. Habe aber den Kontakt auch gerade zum David nie verloren. Habe durch Zufall auch, weil unser Nachbar der neue Jugendleiter geworden ist, so ein bisschen Kontakt sozusagen wieder auch zur Kirche bekommen. Ja, und irgendwann ließen dann die Kirchenleute nicht locker und haben mich nochmal zum Gespräch eingeladen. Da haben wir zu dritt gesessen, der David mit 2 mir wirklich sehr gut bekannten Leuten aus dem Presbyterium. Auch da ging es nochmal darum, sag mal, es wäre total schön, wenn du den Weg wieder findest. Ja, ich habe das Aufnahmeformular mitgenommen, habe drüber nachgedacht und dann bin ich beim Osterfeuer, bei der Andacht auch wieder eingetreten. Was mir in der Zeit eigentlich bei der Kirche oder was mir in der Zeit gefehlt hat, als ich nicht in der Kirche war, war schon die Gemeinschaft, die man hier erlebt hat. Ich glaube, das ist in Kettwig auch noch was ganz Besonderes. Kettwig ist ja von seiner Struktur her schon eher das kleine gallische Dorf, wie manche immer sagen, aber wirklich im absolut positiven Sinn. Und ich habe das Gemeindeleben eigentlich immer sehr gemocht. Ich habe die Menschen sehr gemocht und ich habe auch das gemeinsame Erleben gemocht. Ich war übrigens nie der Gottesdienstgänger, muss ich ganz ehrlich sagen. Das werde ich auch weiterhin nicht werden. Ich war neulich einmal da, weil der David mich, als ich wieder eingetreten bin, in den Gottesdienst eingeladen hatte. Da bin ich auch wirklich gern hingegangen, bin auch sehr warm von allen willkommen geheißen worden. Aber mir haben eher so die anderen Sachen im Gemeindeleben Spaß gemacht. Sei es die Gemeindefeste, sei es irgendwelche offenen Treffs oder sei es auch einfach das Gespräch, was man mit Leuten vor der Kirche auf dem Marktplatz oder wo auch immer führt. Und das waren schon Sachen, die mir gefehlt hatten. Das hat aber Zeit gebraucht. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, ich brauchte erstmal Ruhe, ich brauchte erstmal Abstand. Und ich glaube, die Zeit hat auch wirklich gut getan, weil ich dann auch wirklich erstmal gemerkt habe, was mir eigentlich fehlt und auch gesehen habe, was mir an Kirche hier in Kettwig eigentlich wichtig ist. Und es waren, wie gesagt, persönliche Gründe gewesen, die mich zum Austritt bewogen haben. Und die sind so langsam in den Hintergrund gerutscht, weil ich auch gesehen habe, es sind nicht nur handelnde Personen, es ist auch wirklich eine Art von Gemeinschaft, die man erlebt, die einfach wichtig ist. Und die Gemeinschaft kann man schlecht von außen erleben, davon muss man Teil sein. Und das wollte ich einfach gerne wieder haben und das war mir wichtig gewesen. Und ich muss sagen, ich habe es auch seitdem wieder erlebt, seitdem ich eingetreten bin. Wir hatten das Glück, dass wir jetzt unser Kirchenjubiläum gefeiert hatten. Ich wurde dann auch direkt zwangsverpflichtet, hinter dem Grill zu stehen, 7 Stunden. Also wieder voll im Gemeindeleben angekommen und... Ich glaube aber trotzdem, dass die Zeit des Abstands nötig war, um auch einfach ein paar Wunden heilen zu lassen und sich über Sachen gewahr zu werden. Und auch, wenn ich ganz ehrlich bin, es war auch deshalb wichtig, um einfach seinen Kompass auch nochmal neu zu justieren.
Wenn jemand in der Situation ist wie ich und wirklich sagt, es passt gerade nicht mehr, war es für mich persönlich der absolut richtige Schritt gewesen zu sagen, ich verlasse die Kirche jetzt ganz, ich gehe wirklich ganz auf Distanz. Ich glaube, das ist eine persönliche Frage. Ich persönlich kann nicht irgendwo Mitglied sein und sagen, ich bin aber jetzt gerade nicht richtig Mitglied, sondern ich lasse die Mitgliedschaft ruhen, um mal diesen Begriff zu benutzen. Deshalb war es für mich der richtige Weg, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich fühle mich jetzt einfach nicht so zugehörig, aber ich bleibe dabei. Wäre es mit Sicherheit auch ein Weg, einfach so den Abstand zu suchen. Das kann ich aber nicht, muss ich sagen. Also da bin ich einfach auch zu konsequent für. Und deshalb kann ich es jedem empfehlen, meinen Weg zu gehen, weil ich glaube, das ist auch am Ende des Tages wesentlich intensiver, weil man wirklich ja nicht mehr Teil von dem Ganzen ist und sich dann, weil man wirklich nicht mehr Teil von dem Ganzen ist und sich dann einfach in Ruhe neu justieren kann und auch ganz in Ruhe schauen kann, fehlt mir was, fehlt mir nichts.